Das Cannes Filmfestival lockt in diesem Jahr wieder Stars aus aller Welt an die Croisette. Auch Hollywood-Schauspieler Tom Cruise kam und präsentierte Top Gun Maverick, die Fortsetzung des Films über einen jungen Kampfpiloten in den 1980er Jahren. Zur großen Überraschung aller, auch der von Cruise, schossen just in diesem Augenblick französische Kampfflugzeuge der Patrouille de France über den roten Teppich. Mit Top Gun war Cruise 1986 der große internationale Durchbruch gelungen. In der Fortsetzung, knapp 40 Jahre später, muss der Schüler von damals eine neue Generation von Top Gun-Piloten auf einen Spezialeinsatz vorbereiten. Le Festival de Cannes, c'est le grand écart. Das Cannes Filmfestival ist ein Spagat zwischen Blockbustern wie Top Gun Maverick mit Tom Cruise, die Quintessenz des Hollywood-Kinos, und auf der anderen Seite Filmen mit kleinem Budget, die aus der ganzen Welt kommen und oft von großer Qualität sind. Wie Les Hautes Montagnes, die acht Berge, der belgischen Filmemacher Felix von Gröningen und Charlotte van der Mersch. Während Bruno seinen geliebten Bergen die Treue hält, zieht Pietro durch die Welt. Ciao Bruno. Ciao Pietro. Ein Film über Abenteuer, Liebe, Verlust, Herkunft und vor allem über eine Freundschaft auf Leben und Tod. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. En compétition également ce début de festival. Im diesjährigen Wettbewerb wird auch Tchaikovskys Wife gezeigt, ein wunderschönes Porträt über die Ehefrau des Komponisten im späten 19. Jahrhundert in Russland. Wetten, dass der Film einen Preis abräumt, zumindest für seine unglaubliche Regie. Es ist die tragische Geschichte von Antonina, die von der Homosexualität ihres geliebten Ehemannes in den Wahnsinn getrieben wird.